Was geht ab, Manu Siefighter Hoser hier und willkommen zum Team-Rating Video Nummer 49. Einen Tag später als sonst, sorry dafür. Aber hier jetzt schon mal ein Verweis auf die nächste Woche, Freunde, denn dann haben wir unser Team-Rating Nummer 50. Und das Team-Rating Nummer 50 werden wir im Livestream machen, Freunde, am Samstag. Diesen Samstag schaut am besten wie immer in den Streamplan vorbei. Ich werde euch ja wissen lassen, wann genau, wo genau, etc. Aber was heißt wo genau? Auf Twitch natürlich Samstag, diesen Samstag, Freunde. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaltet auf jeden Fall dann ein zum Team-Rating-Video Nummer 50. Werde wahrscheinlich, weil es ein Stream dann ist, auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Teams dran nehmen als sonst. Das Ganze wird aber dann natürlich auch hochgeladen auf YouTube danach. Aber ich werde mir auch etwas überlegen, wegen zwecks Giveaway und sowas. Also schaltet auf jeden Fall ein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Diesen Samstag, Leute, Team-Rating Nummer 50. Die Uhrzeit folgt noch, sage ich mal, kommen im Laufe der Woche. Okay, aber zum heutigen Team-Rating-Video. Das erste Team ist hier an der Stelle von... Na, jetzt, von wem ist denn das? Ah, ja, hier haben wir es. Und zwar, bam, von Emmet WTF. Genau, das. Hashtag Team Hoser, du lieben Dank fürs Einsenden, mein Freund. Und zwar gehen wir auch dann direkt rüber zu seinem Team. Das Team ist ein super Team, also ein Heroes-Team. Ganz klar, Freunde, wir wissen, in dem Heroes-Team haben wir sehr viel freie Wahl. Also da geht wirklich sehr vieles so vom Setup her. Aber... alle Charaktere gehören hier zum Leader Skill. Yeah, alle sind Max Level, Max Awaked. Yeah, auch der Super Saiyan 3 Goku ist auf Level 140 hier an der Stelle. Also haben wir schon mal 6 von 10 Punkten für die ja, Charaktere, die dem Leader Skill zugehören. Max Level, Max, okay. Also Max Level, Max Awaked jeweils ein Punkt. Genau das sind wir bei 8 von 10 Punkten. Alles klar. Wenn wir uns die Charakterliste ansehen, dann, wie gesagt, bei einem Heroes Team kann man vieles machen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Team nicht stimmt, das Team passt. Damit schaffst du auch vieles. Aber ich sehe dann LRGF und LRGF würde ich gerne spielen. Ich sehe auch einen LR Trunks hier an der Stelle. Bei so einem Heroes Team oder Villains Team an sich, da kann man schon ein bisschen protzen. Ja, da könnt ihr schon eure LR reinklatschen. So ist nicht. Das sollte, sofern das mehr oder weniger funktioniert, aber das sollte es in den meisten Fällen. Vor allem bei den Villains, bei den Heroes nochmal ein bisschen was anderes. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde. Ich zeige euch mal die Krankenliste, dann haut mir mal rüber, was ich mir überlegt habe. In dem Graphen und zwar folgendes. Super Saiyan Argel Goku spielt auf jeden Fall in einer Rotation mit LR Gogeta. Sie teilen sich 6 von 7 Linkskills. Heißt, sie sind auf jeden Fall gut gedeckt in einer Rotation. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Super Saiyan Goku zum Dreifachen wird, verliert er aber Prepare for Battle, bekommt dafür Shocking Speed und Over the Flash. Aber Shocking Speed oder Over the Flash hat LR Gogeta nicht. Heißt, ihr könnt hier, also es sei denn, er hat sich auch noch nicht transformiert. Aber so in der Form, in der sie jetzt sind, Angel Goku und Angel Vegeta, Super Saiyan, haben sie keine Over the Flash, sie haben nur Prepared for Battle. Vielleicht könntest du das dann merken, dass da ein bisschen Key fehlt, kannst dann aber die Rotation dann ändern mit dem individuellen starken Charakter, also ein Rotationscharakter, da kommen wir aber gleich darauf zurück zu sprechen. Aber vorneweg, die Rotation ist auf jeden Fall nice. Andere Rotation ist Super Gogeta mit LRGF BD. Warum? Denn Super Gogeta stellst du ganz links, wenn Super Gogeta ultet, verringert er nämlich Angriff und Verteidigung des Gegners und somit aktiviert sich der Passive-Teil von LRGF. Der Teil, in dem quasi Angriff des Gegners gesenkt sein muss, damit er die 77% bekommt. Heißt, hier haben wir schon mal auf jeden Fall 2 von 3 Passives aktiviert auf die Ultra Super Attack. Sie teilen sich immer in Over in der Flash, was Key anbelangt. Und auf die Ultra Super Attack sollte man in guten Fällen auch kommen. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, deswegen kannst du die Rotation auf jeden Fall auch spielen. Jetzt kommen wir aber zu den Rotationscharakteren. Ich habe hier 3-mal hingeklatscht. Ja, da hast du im Prinzip freie Wahl. Das sind quasi mal, sage ich mal, individuell starke Charaktere. Sei es Super Saiyan 3 Gutlings, der rein und rauskommt, dann Over the Flash liefert für die Rotation, die Over the Flash brauchen zum Beispiel. Oder also zum Beispiel ein LRGF für seine Ultra Super Attack. Die Rotation bräuchte dann natürlich kein Over the Flash vorerst. Aber auch Gutlings an sich ein starker Charakter. Selbes gilt für Tech Vegito Blue. Tech Vegito Blue in der Hinsicht vielleicht ein bisschen geiler, dass du ihn so lange rein und raus rotiert, bis zu dem Zeitpunkt, bis AGL Super Saiyan Goku zum Super Saiyan 3 wird. Dann kannst du ihn zum Beispiel mit dem Super Saiyan 3 Goku behalten, denn dann teilen sich ab dem Zeitpunkt Over the Flash und dann, wenn Goku, der Dreifache, also der transformierte Goku, ja, gell, dann zum Godku wird, bekommt er noch Warrior Gods hinzu und Warrior Gods hat auch Tech Vegito Blue. Also so eine kleine Spielerei mit Tech Vegito Blue dann an der Stelle, wenn du ihn mitnimmst. Oder dann natürlich LR Trunks so overall, dass er dann auf jeden Fall seinen Job gut macht, denn LR Trunks hat Prepare for Shocking Speed, Prepare for Battle oder Shocking, also Prepare for Battle bzw. Shocking Speed würde dann gut tun für LRGF oder Prepare for Battle für Super Gogeta, aber auch für diese Rotation hier, sag ich mal. Also hier könntest du einen aussuchen und alle würden ihren Job auf jeden Fall erledigen als Rotationscharakter. Dann würde ich aber einen vielleicht dennoch als einen Supporter mitnehmen, weil wir eben LRGF haben, bei dem es gut wäre, wenn er auf seine Ultra Super Attack kommt. Sei es, ob du Toppo willst. Toppo gibt jeden Attack und Death. 35% war es, glaube ich, Attack und Death. Aber das Gute an Toppo ist für LRGF, sie teilen sich viel Linkskills, also speziell für LRGF, denn sie haben Turn of Power, Shocking Speed, Rival Duo und Fierce Battle. Rival Duo wäre dann, sorry, wäre dann ein Linkskill, der quasi den
der Rest des Teams nicht hätte für LAGF, aber Topo ist da an der Stelle und hat auch Rival Duo hier. Heißt, er würde eine gute Anzahl an Linksits von ihm getriggert sein. Zumal auch Experience Fighter von Super Geta geliefert wird. Oder du sagst, nee, ich willkommen jeden so overall boosten, nicht nur speziell auf LAGF, wobei Topo ja nicht speziell auf LAGF ist, sondern seine Passive auch Attack und Death für jeden gibt. Aber Vorteil an Thales ist, dann ergibt halt dann jeden noch zusätzlich Key plus 3, aber dann nur Attack 30%. Also mit den beiden würde ich auch nichts falsch machen, weil ich meine, wenn Thales... Ich sag Thales, the Dreams. Ich will immer noch Thales, ja? Ich will immer noch Thales. Das merkt ihr auf jeden Fall. Der ist immer noch in meinen Gedanken vertreten. Und ich sag einfach zu Toda Thales. Toda natürlich, der würde seinen Job als Support auch gut machen. Also mit den beiden würdest du nichts falsch machen, sag ich mal. Und so viel zu der Einsendung. Kommen wir dann zu der nächsten Einsendung. Die nächste Einsendung ist hier an der Stelle von unserem Boy Ost. Lieben Dank für die Einsendung. Und zwar schreibt er uns... Hashtag die Moserung. Miau. Dankeschön dafür. Und zwar, was geht denn hier bei unserem Boy? Wir haben ja ein... wir haben ja ein super Team, aber mit Strength-Charakteren. Und die Sache ist auch, er hat mir nur seine Strength-Charaktere gesendet. Heißt, ja, wir werden jetzt zwar ein super Team bauen im Endeffekt, aber es sind halt nur Strength-Charaktere. Ist nicht schlimm. Die Sache ist, er hat halt keinen Strength-Leader außerhalb von, sage ich jetzt mal, Jiren. Jiren gibt halt Universal Survival Charakteren Boost und auch Strength Charaktere. Bei den Strength Charakteren ist das aber nur Key plus 3 50%. Deswegen bleibe ich bei LFG to Blue. Der ist halt ein Superclass Leader. Der gibt jedem Superclass verbündeten Key plus 3 HP Attack und 70%. Aber ja, ist trotzdem dennoch quasi ein Strength Team. Obwohl es nicht ein Strength Leader ist. Aber so funktioniert das auch. Das wisst ihr auf jeden Fall. Jedenfalls gehören alle Charaktere zum Leader Skill 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Level, Max Awake. Nope. Also Max Level sind nicht alle, aber Awaked auf jeden Fall. Ja, also gibt es schon mal 7 von 10 Punkte. Was würde ich ändern? Ich zeige euch mal ganz kurz die Krankenliste und dann gehen wir mal rüber zum Grafen, um es ein bisschen einfacher zu machen. Nämlich folgendes würde ich hier an der Stelle machen. Boom. LFG to Blue ist natürlich unser Leader. Den behältst du in einer Rotation mit Super Geta 3 Links. Die kommen auf jeden Fall gut zurecht. In der anderen kannst du halten Rage, Vegeta und Bulma und dann kannst du einen aussuchen. Also die beiden machen ihren Job halt in dem Sinne, dass sie beide Tanks sind. Also... Dreifacher Vegeta an bessere Tanks als Trunks schon von vorne weg, hat auch eine High Chance zu stun. Linkt sich aber nicht so gut mit Rage Vegeta. Trunks linkt sich da besser mit Rage Vegeta, hat eine Damage Reduction von 40%, bekommt aber dann erst einen Angriff- und Verteidigungsboost, maximal bis zu 120%, je weniger die HP sind. Und ja, man muss gerade entscheiden, was du haben willst. Willst du von vorne weg einen guten Tank oder willst du dann quasi einen, dass wenn die HP ein bisschen geringer sind, der dann quasi auch ein bisschen Angriff-Death-Boost mitbekommt? Da würden beide ihren Jobs, sag ich mal, machen. Also kannst einen von beiden aussuchen. Rotationscharakter, Gott, individuell starker Charakter, macht seinen Job gut, wenn in die Rotation reinkommen, hätte Warrior Gods für Vegito Blue, Overnight Flash für Greta und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch als Support mit reingebracht, Super Saiyan 3 Goku GT. Gibt jeden verbündeten 33% auf den Angriff. Dementsprechend würde mein Vorschlag für dein Team folgendermaßen aussehen. Und ja, wir haben zwar einen Superclass-Leader, aber... Ja, es hat einen Superclass-Charakter, ne? Ihr könnt trotzdem euer Team so gestalten, dass dann quasi ein Monoteam rauskommt. Oder zum Beispiel bei der Super Battle Road Card Restage, was aktuell online ist, für die Super-Type-Charaktere, für die Super-Class-Units, da dürft ihr ja nur Super-Class-Charaktere mitnehmen, also nur Heroes. Also intuitiv würde dann jeder quasi, sag ich mal, erste Gedanke mehr oder weniger wäre dann, okay, ich gebe mal ein Heroes-Team rein. Aber... Wir haben ja nur die Beschränkung, dass es das Super-Type-Charaktere sein müssen, also Super-Class-Charaktere, und dass es ein Rainbow-Team sein muss. Das heißt nicht, wir dürfen keine Kategorie-Teams benutzen. Heißt, ihr könnt auch mit eurem Pure Saints-Team rein, mit eurem Potara-Team rein, sofern das komplette Team nur aus Super-Class-Charakteren besteht und jeder Typus einmal vertreten ist. Also, das könnt ihr auf jeden Fall auch machen an der Stelle. Alright, das nächste Team ist von... Rotblut! Rotblut, okay. Hashtag Timos Rayoso, du würdest mich freuen... Sorry. Würde mich freuen, wenn du mein Team bewerten könntest und nötigenfalls Verbesserungen machen könntest. Alright. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Nämlich wir haben... Oh, nice. Wir haben ja ein Full-Power-Team. Full-Power-Team. Full-Power-Goku ist der Leader. Alle Charaktere gehören zu der Kategorie. Yes, das tun sie. Heißt, wir haben hier schon mal 6 von 10 Punkten. Also Max und Max Awake. Ja, das sind sie auch. Sind 8 von 10 Punkte. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ups, hier sind wir erstmal. Und zwar, das ist eine Charakterliste. Auf der japanischen Version sind wir und aus der Charakterliste Full Power Charakterin. Ich habe jetzt nur die Full Power Charakterin, aber wir haben auch 4 Fragen Gogeta. Hier, also ich weiß, du hast auf jeden Fall 4 Fragen Gogeta, das habe ich berücksichtigt, weil Tech-Charaktere bekommen ja auch einen Boost. Habe ich folgendes Team gebaut, mein Freund, unser Full Power Goku in einer Rotation mit Elegorn. Auf jeden Fall 4 Link-Skills sind auf jeden Fall sehr gut gedeckt. Schocken Speed,
Prepare for Battle, Super Saiyan Fierce Battle ist auf jeden Fall eine schöne Rotation. Die anderen hältst du vier Favorita mit Elegoku. Elegoku bekommt von vier Favorita Over the Flash, Super Saiyan und Kamehameha. Und bei dem Boy wollen wir auf die Ultra Super Attack bekommen. Wäre in der Konstellation ein bisschen schwierig, deswegen helfen wir uns ein bisschen aus mit dem Rotationscharakter. An der Stelle mit einer Kefla, Super Saiyan 2 Kefla, die für Orb sorgt. Wäre dann quasi eine Vorbereitung für den Boy hier, aber sie kann es natürlich auch selbst verwerten, so ist nicht. Und dann haben wir noch einen weiteren Rotationscharakter mit Kai und Goku Blue, der dann da, wenn er in die Rotation reinkommt, egal in welche da Key sorgt, wobei diese hier kaum Key brauchen wird, schätze ich mal. Aber hier, dann hat er natürlich dann zusätzlich noch Over in der Flash, wenn man L.A. Goku in die Mitte stellt, dann bekommt er von Goita Over in der Flash und von rechts ebenso von Kai und Goku Blue. Und dementsprechend, ja, kurz und knackig wäre das mein Vorschlag für dein Full-Power-Team auf jeden Fall. Okay, langer Rede, kurz Sinn, wir sind schon beim letzten Team. Das letzte Team ist hier auch an der Stelle von Tajedin. Tajedin. Falls ich es falsch ausgesprochen habe, sorry. Aber er schreibt uns, Hashtag Timosodo, ich hoffe, du kannst mein Team verbessern und du bist ein super YouTuber, mach weiter. So, vielen Dank für die netten Worte. Dann gucken wir uns mal dein Team hier an der Stelle an. Wir haben hier ein Quasi-Potara-Team. Gucken wir uns das Ganze mal an. Potara, Elevigito oder... Ja, in der Version noch Super Saiyan Goku und Super Saiyan Vegeta geben Potara Charakteren Ki plus 3 HP Attack und Def 170%. Ne, HP Attack steht hier dran. 170% natürlich und Def 130%, das war eine Angewohnheit, sorry. Oder In-Type Charakteren Ki plus 3 HP Attack und Def 90%. Dies wiederum heißt, gucken wir uns das Team mal an. Heißt, die sollten entweder Potara sein oder In-Charakter sein. Elevigito ganz klar, Potara, okay, ein Punkt. Vegito Blue auch Potara, ein Punkt. Super Gita ist kein Potara-Charakter, aber er ist ein In-Charakter, bekommt den Leader-Skill. Ue Goku ebenso, der ist ein Potara, 5 Punkte, aber Gotenks ist kein Potara-Charakter, ist auch kein In-Charakter, er bekommt den Leader-Skill nicht. Heißt, einzig, was wir ändern werden, ist Gotenks. Außerhalb davon, ups, sorry. Also dies heißt, wir haben schon mal 5 von 10 Punkten, ansonsten aber alle Max haben Max Awake, also sind es 8 von 10 Punkte. 7 von 10, sorry. Rechnen müssen wir können, 1 Punkt sind wir abgenommen. Alright. Heißt, wir hatten im Prinzip einfach nur Ausschau nach einem weiteren Portal-Charakter oder In-Charakter. Haben wir einen weiteren Portal-Charakter, wenn ich mal hier meinen Sharingan aktivieren dürfte und nichts verpasse. Falls ihr das verpasst, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen und hilft euch da gegenseitig aus. Kefla, wir haben auf jeden Fall Kefla, merke ich mir. Haben wir ansonsten noch einen anderen Portal-Charakter. Ich suche erstmal gerne immer nach dem Charakter, der den besseren Leader-Skill bekommt. Also in dem Fall Portal und dann nach dem End-Charakter. In dem Fall. Und... in dem Fall, ja, ganz simpel, Kefla rein und schon passt das Team, mein Freund. Also statt Gotenks zu Kefla rein und dann passt das Team. Kefla bekommt natürlich dann noch Potara Boost. Auch wenn sie nicht awaked ist, ist sie trotzdem nicht zu unterschätzen. So viel dazu, das wäre es auch vom Team Rating Video von dieser Woche, Freunde. Schaltet dann am Samstag ein, vergesst das nicht. Samstag diese Woche, schaut in den Streamplan vorbei. In der Bildschreibung, Videobeschreibung, unter jedem YouTube-Video wird jeden Montag aktualisiert. Oder bei mir auf Twitch oder Discord, alle sind Links in der Beschreibung, damit ihr da nichts verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, wünsche euch schöne Tage und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back.